Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Rubin auf High-End-Gaming-Basis. Im letzten Part haben wir wieder ein wenig trainiert, beziehungsweise machen eigentlich nichts anderes, aber... Ich muss mich einmal kurz ausstellen, damit ich mich nicht doppelt höre. So. Ja, wir wollen in diesem Part wieder trainieren, aber ich glaube, wir sollten vorher einmal unsere Pokémon heilen. Der Stream heute Mittag musste leider, oder Nachmittag, Mittag, musste leider ausfallen, weil ich noch ein bisschen was für Pokémon Mystery Dungeon erledigen musste. Aber dafür hole ich die beiden Parts jetzt nach. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen, wie ich meine, ja, meine Maske nicht, ja, dass die nicht so transparent ist. Habe ich noch nicht hinbekommen. Ich habe ein bisschen rumprobiert, aber leider keinen Erfolg gehabt. Okay, weiter geht's. So, Gürtel, du kannst auch mal ein bisschen alleine trainieren, oder? Müsstest doch jetzt stark genug sein. Flammenwurf. Okay, schneller sind wir noch nicht. Aber es ist auch Golbat. Golbat ist generell immer ein bisschen schneller. Komm, komm. Jetzt sag ich schon Golbat. Ja, ist klar. Komm schon. Jawohl. Drei Flammenwürfe sollten reichen. Komm schon. Ey, das ist sowas von lächerlich. Gürtel Hitzekoller. Bam. Ich hasse Golbat. Bam. Gott. Das Golbat aber auch immer mit seinem Konfusstrahl kommen muss. Oder Konfusstrahl. So, das Zubat wird jetzt gegrillt. Ich hoffe, es ist verwandter von dir. Ich weiß nicht, ob das Zubat ist schneller. Es ist so lächerlich. Gürtel Hitzekoller. Oh, jetzt sind wir sogar schneller, oder was?
Und das war ein Brille, okay. Hitzekoller-Gürtel. Denk dran, die Kommentare kann ich erst am Ende des Parts verlesen. Nehmen wir Panzerherren. Luftschnitt? Windschnitt. Luftschnitt gibt es, glaube ich, gar nicht. So. Warte gut. Jetzt überlegen. Okay, theoretisch gesehen bin ich jetzt auf Beutel, jetzt auf Pokémon und jetzt auf Pokédex, oder? Ja. Okay. Pokémon, wir haben Gürtel oben. Und ab nach vorne mit ihr Panzer heran. War das nicht früher so, wenn du ein Pokémon vorne hattest, dass es auch die Init zum Teil ein bisschen höher ist? Ich wusste es gar nicht mehr. Windschnitt. Hat sich nach Kreideschrei angehört. Was habe ich denn da gerade vor mir? Ich habe gerade nicht aufs Geräusch geachtet. Oder auf den Ton. Auf den Ruf. Ah, Krakilo, okay. Hallo Golbat. Panzer-Aeron Windschnitt. Also natürlich nicht schneller. Ich glaube, der einzige, der schneller ist, ist Sumpex und selbst das noch nicht mal. Gibt ja auch verschiedene Golbats mit verschiedenen Level in der Hunde. Ich glaube, 3-4 Level müssten wir noch machen mit Sumpex, damit wir safe sind. Eine Überlegung, ob wir ich hatte ja schon mal überlegt, ob wir Panzer-Aeron Aeroas beibringen sollten. Ich glaube sogar Aeroas ist ein Tick stärker, ich bin mir aber auch nicht sicher. Aber ich weiß nicht, wie die Treffergenauigkeit aussieht. So, das Gold wird doch weg. Dankeschön. Windschnitt, das müsste ein Hariyama sein. Jo, das hört sich gut an. Das Pokémon gibt wenigstens viel EP. Nein! Hat das Wirbelwind drauf? Hat sich nach Wirbelwind angehört. Oder ein Miet. Na, das muss ein Hari. Das ist ein Hariyama. Das heißt, wenn er Tage drauf, dass es so einen Wirbelwind machen kann. Hört sich zumindest nach da an. Mach sowas an. Und mein Luftschnitt. Und mein Windschnitt geht natürlich daneben. Und die Bauchtrommel. Ja, natürlich.
Du schon wieder? Was ist denn das? Wir könnten mal bei Gelegenheit unseren VM-Sklaven ablegen. Windschnitt wieder. Ach komm. Was ist denn das für ein Müll? Das müsste ein Makuhita sein. Mal wiedersehen. Endlich mal wieder EP bekommen. Die letzten drei oder vier Pokémon-Encounter. Keine bekommen. Oh, noch ein Makuhita, okay. Windschnitt. Heute habe ich nicht so Bock, über Pokémon zu labern. Normalerweise suche ich ja mal welche raus, aber heute. Nee. Oder habe ich keine Lust? Ich will halt noch so weit wie möglich kommen, bevor morgen, also es ist ja schon Donnerstag, bevor dann morgen Pokémon Mystery Dungeon kommt. Ja, natürlich. Ah, wer geht er drauf? Ich oder Golbat? Ah, das sind wir, okay. Na komm, Tropius. Das ist deine Chance. Was ist diese? Oh, wir sind geflogen. Nice. Wir sind nicht zurückgeschreckt bei Erstauner. Okay. Das war's für dich, Golbat. Nimm das. Oh, wir erreichen ein Level. Das ist schön. Ich weiß, dass Tropius Rasierblatt drauf hat und Stammform. Nee, ich will nicht. Ja. Gehen wir mal wieder zum Pokécenter. Ach ja. Thank you.
Ich hoffe, wir bekommen nicht am Anfang wieder einen Golbat. Aber letztes Mal hat ein Flammenwurf und ein Hitzekoller ausgereicht, ne? Oh, ein Hariyama ist in Ordnung. Ah, Panzer Aeron ist jetzt vorne. Okay, dann nehmen wir Panzer Aeron. Ja, genau, macht eine komische Bauchtrommel. Und zwei Windschnitte müssen eigentlich reichen. Ja, nice. Und wir erreichen Level, das ist schön. Dann noch ein Level für Panzer Aeron in diesem Part, dann bin ich zufrieden. Oh, noch ein. Ach komm. Was soll denn der Müll? Ist ja noch fast schlimmer als Abra, wenn du es fangen willst. Genau, macht eine komische Bauchtrommel. Hallo Krakelo. Hört sich nach Jauler an. Bin aber nicht sicher. Ah, als ob du einen Konsum. Nee, den will ich auf Superschall tippen. Ich bin mir auch nicht sicher. Und das war's für dich. Jo, drei Windschnitte für Krakelo. Los, geht durch. Stahlfliege. Das müsste ein Stollrack sein. Ich wusste gar nicht, dass Stollrack Schutzschild kann. Oh, mein Stahlflügel geht daneben. Oh, nee, doch, jetzt trifft er. Aber wenigstens kämpft diese Steuerrack, weil es gibt so viele Steuerracks, die einfach einen Brüller einsetzen und dann fliehen. Wieder Schutzschild. So einen Steuerrack hätte ich gerne in mein Team. Oder ein Stolos. Kann man daran eigentlich auch die ungefähr die Werte schätzen? Das müsste man doch eigentlich, oder? Es gibt Unterschiede, ob Pokémon schnell fliehen oder nicht. Oder bei den Poker-Encountern, da gibt es Unterschiede. Wäre eigentlich mal schöner herauszufinden. Hallo Krakelo. Windschnitt. Und einen noch.
Komm schon, Panzi. Jawohl. Bei Krakela habe ich irgendwie Glück, aber bei Golbat, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch nie Fledermaus gegessen. Ich bin noch nicht scharf drauf, aber wenn Golbat so weitermacht. Pinschnitt. Ja, genau, mach mal deine Bauchtrommel. Und noch ein Windschnitt. Das sollte ausreichen, oder? Jawohl. Scheint ein Hariyama zu sein, oder? Oder ein Makuhita, ich hab nicht so wirklich drauf geachtet. Oder ein Miditalis, das könnte auch sein. Ach komm! Was ist denn das? Jo, das ist ein Golbat. Aber wir sind eigentlich immer schneller als Golbat, oder? Nee, das ist ein Zubat. Also. Na gut. Hallo, Hariyama. Können wir? Nein! Verdammt. Das wollte ich nicht. War, glaube ich, Sandwirbel oder so. Ja, hat sowieso nichts gebracht. Ha. Auf ein neues Pinschnitt. Ach komm, das ist doch lächerlich. Aber es ist länger kein Golbat mehr aufgetaucht. Zum Glück. Also Zubat ist mir tausendmal lieber. Auch wenn mein Windschnitt gerade daneben ging, was ich vermute, aber... Oh, das könnte ein Flummel sein. Doch, das ist ein Flummel. Das muss ein Flummel sein. Wie ein Schnitt. Her mit der EP. Riskiert oder riskiert ist es nicht. Ne, wir fliehen. Das dauert mir sonst wieder zu lange. Das hat wahrscheinlich eh wieder Brille eingesetzt, aber... So, Hariyama, können wir wieder?
Jawohl, so will ich das sehen. Deine EP gehört mir. Was? Es hält noch durch? Okay. Hast du hier den dritten Windschnitt? Das muss reichen. Jawohl. Oh, wir erreichen Level, das ist schön. Jetzt darf Kürtel mal noch nach vorne. So. Hier müsste Kürtel sein. Schauen wir doch mal. Ja, hallo Golbert. Jawohl, hier ist Kürtel. Flammenwurf und Hitzekoller. Ja, genau, mach gerne deinen Horrorblick. Ich will sowieso nicht fliehen. Nee. Das hört sich so ähnlich immer wie Horrorblick an. Komm schon, setz deinen Flammenwurf ein. Jedes Popo-Punkt mal. Und natürlich noch ein zweites Mal. Das ist so lächerlich mittlerweile. Oh, jetzt noch ein drittes Mal, ne? Hitzekoller. Bam. Auf Wiedersehen, Golbert. Oh, es lebt noch. Okay. Flammenwurf. Kürtel erreicht auch ein Level, das freut mich. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann!